Hallihallo, hallo, willkommen zurück zu Idle MMO. Ja, weiter geht's. Ich bin 84,5 jetzt mittlerweile geworden. Ich fahre hier gerade ein bisschen wegen den Steaks. Hier, den Dingern hier. Wie ich auch da vorankomme. Ich habe hier schon wieder einiges gemacht. Oh, drei diesmal. Automatisch hatte ich nur noch einen gehabt. Jetzt habe ich schon wieder drei. Für Verteidigung. Warum nicht, ne? Gerne mitnehmen. Wieder 14 zum Laufen, ne, und so. 31 für Futter. Ja, kann man machen, ne? Ich wollte sowieso mal zurückgehen in der Stadt. Portemonnaie ruhig, geht schneller, müsste da sein. Genau. So, wieder habe ich noch gar nicht gemacht heute. Mal gucken. Ne, habe ich noch nicht. Das haben wir ja, das haben wir auch. Zack. Haben wir einen Kebab-Spieß und Erdnüsse bekommen, ich gesehen habe. Ja, ein Kebab-Spieß und 50 Erdnüsse. Kebab-Spieß habe ich doch, ne? Genau. Ist wohl mit das beste Futter für alle Monster 4,7%. Insgesamt Damage. Aber ich sage, soll das beste Futter sein? Goldene Futter natürlich, ne? Warum nicht mitnehmen? Da war. Was war denn mal zuletzt? Da habe ich auch ein bisschen weiter gekommen. Moment. Fail. Ja, fehlt sehr, sehr oft. Für einen neuen Skill. Ah, neun bekommen. Schön. Was ist das? Maximale Kapazität für jede Flüssigkeit. Okay. Ja, ich upgrade ja noch nicht. Mache ich mal später. Erstmal die ganzen Skills machen. Man kann so viel hier. Oh. Okay. Maximale Kapazität. Man kann so viel erweitern, also erhöhen, verschiedene Sachen, ne? Das ist Wahnsinn. Da geht komischerweise höher. So. Weil's, da bin ich jetzt hier schon ein bisschen weiter. Ich habe hier, glaube ich, die Fliegen, ne? Nee, die Rattenschwänze, glaube ich, war das, habe ich fertig bekommen. Die Fliegen. Und jetzt hier den Megalodon-Zahn. NXP, mehr von Monstern. Kann man machen. Aber das ist alles, ne? Wasser. Jetzt müssen wir mal Platinerz, genau. Das haben wir doch. Platinerz haben wir hier. Ja, stellen wir uns wieder von Kessel rausschmeißen und hoffen, dass es dann den Würfelzahl klappt. Mittlerweile schon 93 muss ich würfeln. Zu wenig. Fail, fail, fail. Nochmal versuchen. 58, 84, zu wenig. Muss 93 würfeln. Ja, kann natürlich ein bisschen dauern, ne? 74, 72, zu wenig. Alles zu wenig. Ich weiß nicht, wie viele da noch kommen, aber wir sind so ziemlich am Ende. Also viel mehr kommt wohl nicht mehr. Weil schon 93 ist schon ziemlich viel. Für maximal 100, oder 99 wahrscheinlich Maximum. Keine Versuche mehr, das war's. Ah, schade. So, gehen wir einmal hier, jetzt müssen wir eine Statue abgeben. Laufen sind wir noch bei 13, 1,3%. 1,4%. Oh. Kochen, wo ist denn der Kessel? Damit auch schon letzte 3 Abwehr mehr. Mittlerweile XP 0,9%. Ja, Alchemie XP 4,5% ist das. Ach so, okay. Beholder auch schon 1,8% Crit Chance, 3,2% Genauigkeit. Man findet die selten, aber ab und zu mal. Und hier sind auch einige, die ich noch gar nicht habe. Aber so Stück für Stück, ne, kommt schon und läuft. Jetzt haben wir hier 65 Basisschaden. Mehr, warum nicht, ne? Da kommt alles so nach und nach. Ich weiß nicht, ob ich, weiß nicht, wie lange ich da warten muss. Ja, will ich ja gerne. Ah, hier jetzt wieder, genau. Machen wir dann immer zusammen am besten jede Woche. Kriegen wir jetzt einen Frosch. Super. Ja. Click anywhere to claim, ja. So, was heißt der Frosch? Ne, warte mal. Bonus, ja, genau. Der Frosch macht hier 10% Gesamtschaden. Ja, da von schon zwei rum.
rumspringen, genau wie 2-3 Stieleis. Das ist das hier 20%. Old Skill EP, ne, lieber Schaden. Lieber Schaden, ein bisschen natürlich der Kristallkameruner, 100% Droprate und EP. Natürlich am besten, aber haben wir nicht. Müssen wir wahrscheinlich kaufen dann. Aber will die Blicher nicht. Aber egal, schon mal 10% Gesamtschaden, ein bisschen Schaden mehr, warum nicht? So, Produce. Auch schon auf 43, jetzt haben wir nämlich einen neuen, ne? Genau, die violette Schraube. Du machst die Flachwinkel. Ne, und dann macht er den Faden, bitte. Ja, genau, 3 Stück habe ich. Warum auch immer ich hier 3 habe, keine Ahnung. So, da haben wir die. Oh, noch zu wenig. Egal. So, zack, alles rein. Dann das kommt wieder ins Lagerchen. Ja, die sind auch schon die großen Flaschen hier. Sonst so besonders wieder eine Schreibfeder braucht man ja für die Post, für die Boxen pro Tag. Ansonsten können wir wieder zurück, lassen wir wieder weiter farmen. Dabei glaube ich ist nichts Neues bei den Erfolgen, oder ist ja wieder irgendwas nur, ach hier ist wieder was hier, ah da gucken. Ah, so, wegen 25 Post Office Orders. Okay, jetzt muss ich 50, 32 habe ich schon gemacht. Fehlen noch 18. Oh, könnt ihr übrigens hier durchschalten, ne? Welt 1, könnt ihr auch da hier gucken, da ist auch wieder was fertig. Ja, immer mitnehmen. Aber kann dann nichts freischalten, neues, ne? Available Unlocks 0. 0. Gar nichts Neues freischalten. Ja, hier weiß ich nicht. Habe ich auch schon wieder einen. Keine Ahnung. Da habe ich 5, was ich damit machen soll. Miniboss vielleicht Chance. Keine Ahnung. Unlock the type to craft ammo pens. Achso. Weiß ich nicht, ob der das schon machen soll. Man soll später sowieso wahrscheinlich alles fertig haben können. Habe ich so gehört vom Kollegen, der schon ein bisschen weiter ist, aber keine Ahnung. Warte ich noch ab. So, da ist der Boss. Da bin ich fast. Da war ich einmal gewesen, ein bisschen farmen. Da war ich ja, ich meine, ich möchte da erstmal ein bisschen wegen Steaks halt, ne, weiter farmen lassen. Talentpunkte, wieder 2 Talentpunkte, erstmal ein bisschen Verteidigung, ist nicht verkehrt. Da ist auch fast voll. Und hier weiter Obol-Statuen wegen Kraft. Erster bauen, so ist erstmal egal, aber hier Kraft, deswegen bin ich da. Weiß nicht, ob es gut ist, ich mach's einfach und fertig, ne? Ansonsten. Da wieder so eine Karte. Bei den Karten, ich hab eben. Karten, genau. Haben wir gar nicht gemacht. Ich hab eben. Ich hab mal wieder im Shop das ein Paket geholt, extra Shop. Hatte wieder so ein Angebot gehabt für 20 Euro wieder. Wieder so ein Paket gehabt, ne, mit Flügeln und allem Kram da, und auch wieder einiges hier, ne, von den Edelsteinen. Da habe ich mir für die Karten, glaube ich, genau hier, da zum Freischalten, habe ich da schon alle 4 geholt. Alle 4 Plätze. Hm? Was ist da jetzt wieder? Ah, okay. Task. So, ich habe gar nicht geguckt, was ich hier reinpacken soll. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Jetzt haben wir da Geld von Monstern. Ach, können wir mal die mal rein. Ich habe noch 4 Punkte jetzt frei. Ne? Intel natürlich nicht. Kritische Trefferchance 1%, bisschen wenig. Spawn-Chance habe ich für die Kristall-Boss-Bosse. Kartendrop-Chance habe ich, glaube ich, schon drin. Ballestärke können wir vielleicht mal. Ja, nur 4, ist ein bisschen wenig. Muss ich mal in Ruhe dann durchgucken, was ich am besten dann nehme, was ich nicht schon habe. Genau, den habe ich auch schon. Ich habe natürlich auch schon hier unten ein bisschen was gefunden gehabt. Hier ist aber nur Käferfang, Angelgeschwindigkeit. Muss ich genau gucken, was ich da bei den anderen genommen habe. Habe ich noch gar nicht gemacht.
Wo hab ich die eigentlich her? Weiß ich gar nicht. Int, alles dead, die Trefferchance. Sucht XP kommt später erst. Geld von Monstern, ja, das auf alle Fälle. Agilität und Multikill-Schaden. Können wir vielleicht auch umnehmen, vielleicht, weiß ich nicht. Bosse, das ist alles nur Müll. Nicht so wirklich gut. Schreineffekt, keine Ahnung, kommt wahrscheinlich später erst. Segel auch. Und da ist geschminkert für alle Küchen. Kommt auch später. Und Events, nö. Ist null. Was war da nochmal? Kieferfang, Angel. Gesamtdropchance, das vielleicht schon eher. Basisverteidigung, immer den noch. Ach, na, ein Platz frei, dann machen wir noch Verteidigung, so. Da muss ich mal bei allen mal durchgucken, was ich da am besten nehme. Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Muss ich mal nachschauen. Wie gesagt, bin ich hiermit. Ich bekomme mir ungefähr genauso viele Punkte wie mit Kanalisation und kann auch meinen Amboss weitermachen. Also, warum nicht? Ne? Hier, wie ihr seht, ziemlich schnell, ziemlich zügig. Ich war schon lange mehr im Kolosseum gewesen. Fällt mir gerade mal ein. Genau, muss ich eigentlich auch mal wieder reingehen. Mach mal später. So, dem ich auch die Wochenfarm hier. Wie ihr seht, ne? Magepot ist jetzt auf 73. Ist auch schon. Das ist wieder XP. Die Obole. Was hat er da? Ja, immer so. Ah, einiges. 12 Stück schon. Uiuiuiui. Aber weiterfahren lassen. Talente kurz gucken. Keine neuen Punkte. Okay, gehen wir weiter. Dann machen wir weiter die Butterfliegen, die Fische und Toilettenbaum. Natürlich weiter, ne? Der Pfeilpot ist da. Ne, auch noch nicht. Ich mache jeden Tag ich einmal alle komplett durch. Eher auch XP. Also für den kriegt man wohl die XP-Statuen. Sieht ganz danach aus. Habe ich auch schon wieder 18 Stück. Schreibt hier, braucht man natürlich eine. Ja, ist schon fast voll. Können wir zurückgehen? Karte. Einmal kurz zurückgehen. Da. Statuen. Möchte ich ja vielleicht erstmal farmen und für mehr XP. Wenn sich das lohnt, weiß ich gar nicht. Wo sind wir denn jetzt? Hier bei Belesenen. Da XP 0,8%. Nicht wirklich viel. Ja, okay, auf die Dauer natürlich, ne, vielleicht könnte vielleicht doch was gut werden, aber 0,8%, 1%. Naja. 36, ist da was Neues? Flachwinkel. Mach Flachwinkel. Da komischerweise nur ein, ein bisschen komisch. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. So. Alles da rein. Wenn voll ist, mache ich wie gesagt so einmal am Tag, gehe ich einmal alles durch, gebe zurück und fertig. Damit die alle auch dann jeden Tag ihre XP bekommen. Wo sind die jetzt? Nein, Sandburg. Da sind sie. Und weiterfarmen. So, jetzt ist natürlich noch hier die beiden. Er macht nur Platin, baut ab. Nicht gerade sehr effektiv scheinbar bei AFK-Info, aber der holt ohne Ende. Der holt einiges an Platin raus. Also so ist es nicht, ne? Da, ganz nah offen schon hier, ne? Nun muss ich mal die Stackgröße erhöhen. Ja, das können wir eben noch machen. Er bekommt hier für Holzfällen die Statuen. Können wir die auch mal eben machen, genau. Wo sind wir denn da? Da sind wir, okay. Deine Stadt. Mal eben gucken für Bergwerktasche. Ist da mehr Erze? Ach, brauche ich nicht. Ist egal. Erze. Mehr bekommt pro Stack. Das wäre ich nicht verkehrt. So, können alles weg. Deposit haben wir schon 9.645. So, genau. Die habe ich ja. Genau. Die habe ich doch auch, oder nicht? Die habe ich auch, genau. Die beiden kleinen haben wir. Hier habe ich noch einen. Nee. Ja, hab ich noch gar nicht. Oh, hab ich noch gar nicht. Bin gar nicht freigeschaltet. Die nächste.
Das war doch hier. Ach so, ja, genau. Dafür brauche ich den goldenen Plunder. Schlangenhauttasche, wenn er gar nicht. Wenn er gar nicht. Ich wollte sie eigentlich jetzt herstellen. Wo ist die denn? Kann ich ja gar nicht herstellen. Schlangenhauttasche. Was ist die hier? Kann die auch sein? Das ist die normale. Hat er auch noch nicht. Ich immer für +4 Slots permanent für Inventar. Nö, haben wir noch gar nicht. Das Rezept fehlt mir noch für die Schlangenhauttasche. Egal. Okay, er kann nicht mehr Erze tragen. Egal, mein Gott. Platin. Demenserz. Bisschen komischer Name, aber okay. Okay, wenn ich hier nämlich wenn ich hier auf AFK-Info gehe, jetzt schon bei 4000. Das war vorher bei unter 4000. 3800, 3600 ungefähr fing das an, bei 3000 ungefähr. Also es geht mit der Zeit immer natürlich hoch, ne? Immer höher, umso höher, umso mehr XP auch bekommt hier, ne, für meinen. Die dann auch dann immer mehr hier Effizienz hoch. Und auch die anderen finden ja auch die Statuen dafür. Naja, egal. Einen haben wir noch. Den Merlinpot, auch schon 59 oder ist das schon höher mittlerweile? 60 ist jetzt geworden, wegen den Ballastaugen. Wegen den Ballastaugen nicht einfach. Und hier wird auch die Genauigkeit. Statuen. Natürlich Level up. Der macht Schaden. Nimm mal die. Was soll das eigentlich nochmal? Waffenstärke. Höheren Effekt, machen wir mal das. Und hier mal, da weiß ich nicht, ob ich den machen soll. Tornado. Ich mach vor allem erstmal die beiden, ja, die jetzt hier. Da mache ich gar nichts, da habe ich noch nicht so viele von. Zwei Ballastaugen erst. Oh, ach, mit ihm habe ich denn das erst gekauft. Guck mal hier. Müsste hier Equipment sein. Da, jetzt hat er auch den so komischen Flügel mit Effekt von 30% Dropchance. Und Verteidigung 5, Waffenkraft 6. Wegen der Dropchance habe ich vor allem genommen, die Flügel. Also ein Umhang. Deswegen vor allem genommen. Aber so ein Angebot halt, ne, im Shop für 20 Euro mit, weiß ich nicht, 2000 Edelsteine und noch ein Kartenpacks dabei. Hier, ne. Deswegen habe ich einfach mal gemacht. Da ist er. Da ich ohnehin ja diese Ballastaugen farmen soll, diese hier sind sehr selten, passt es doch zu ihm, ne? Ist auch schon mittlerweile 60. Was ist denn das eigentlich? Ich wollte dann Intelligent Sailing, ne? Hab ich noch gar nicht. Gaming Progress, ne? Hebe ich mal noch auf. Die beiden hebe ich mal noch auf. Segeln kann ich sowieso noch nicht. Und das ist, glaube ich, auch dann für später irgendwas. Keine Ahnung. 9 Leben, 5 für Genauigkeit, glaube ich, ne? Die, Statuen, zwei Ballastaugen. Wie gesagt, sehr, sehr selten. Sehr, sehr selten. Das mit der höheren Drop-Chance, vielleicht bekomme ich da mehr. Aber für irgendwas, für eine Tasche, glaube ich, oder eine Kiste, da braucht man die Ballastaugen. Deswegen will ich einfach mal hier farmen. Ich will mit ihm so farmen. Da brauche ich ja leicht Ballastaugen. Ne? Und hier bekommt auch gute XP noch. Von daher, egal. Und nachher kann ich auch die Genauigkeit, muss ich auch mal am besten auch gucken, welche Statuen wo am besten droppen. Gezielt die Leute dann auch da dann farmen lassen, wie ihn jetzt hier zum Beispiel. Ist vielleicht nicht verkehrt, vielleicht. Ne? Könnt ihr mir ja mal immer schreiben, was ihr davon haltet. Ja, kommen wir gleich hier alle Statuen durch, mein Gott. Sind da alle einmal, Statuen sag ich schon, alle Schars durch. Doppel-XP. Er zum Beispiel hat diese Spitzhacken. Oh, wie weit ist der jetzt? Auch schon wieder 41. Ja, Toilettenbaum, Holz, ne, ohne Ende. Ja, sind Klorollen, soll das sein? Klorollen. Steht aber Lock für Holz. Ja, frag mich nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber egal. Weiter eideln. So, dann haben wir noch hier die Fische. Der übrigens war bei 35. Das ist jetzt hier auch schon bei 29. Mit Fischen. Habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Der hat natürlich die Statuen für Insektenfang. Da auch schon 9 Stück wieder. Aber Fische ohne Ende. Goldenes Futter.
Der braucht auch für irgendwas, braucht man das auch. Für irgendeinen Gegenstand. Deswegen hebe ich die mal auf. Weil der soll jetzt mal nur fischen. Nur, mehr nicht. Ist ziemlich voll. Können wir mal zurückgehen. Wie gesagt, der ist bei 29. Bei 30, glaube ich, kann ich in nächste Gebiet gehen. Werde ich ja noch machen. Aber andere Fische habe ich noch nicht gefunden. Oder müssen wir andere Köder haben? Keine Ahnung. Müssen wir mal einen Kollegen fragen. Wochenende mal mit ihm ein bisschen schnacken. Was er dazu sagt. So, das macht man ja eben kurz hier. Ne? Statuen. Wieder abgeben. Deposit. Zum Amboss. So. Auch schon fast 37. Paar kaufen wollen wir nicht. Haben wir auch nichts. Ab in Lager. Das ist übrigens 66 Level. Also, ich bin nur die vier, die machen erstmal nur diese ganzen Sachen. Arbeiten halt, ne? Nebenbei. Nee. Wieso kann ich da jetzt nicht hin? Ach nee, ach. Ah, was mache ich denn da? Ich wollte schon sagen, ist ein bisschen komisch. Nee, war doch Fische fangen. Sorry. Er soll Fische fangen. Können wir so hinlaufen? Ist ja nicht sehr weit. Nicht unbedingt lange der Weg. Also mehr Fische habe ich, glaube ich, auch. Muss man gucken, in der Wiki gucken, ob da mehr Fische überhaupt gibt. Und wo es die gibt. Das weiß ich gerade gar nicht. Nicht danach geguckt. Ich bin im Moment hier am. Ja, sind 30. Können wir eben kurz gucken. In der Wiki. Optionen. Wiki. Teilweise schon auf Deutsch übersetzt, aber noch nicht alles. Nee, war da hier irgendwo, ne? Genau hier, Fischen, da, genau. So, es gibt noch einiges. Skelettfisch, Mediumfisch. Aber nicht dabei. Findet man bei Grün. Da gibt es noch einiges. Kommen noch einige. Ich habe gerade mal die oberen vier. Die bekomme ich. Die kleinen Fische. Medium kriege ich noch gar nicht. Vielleicht bei 30, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, das mache ich dann nebenbei. Egal. Egal, erstmal weitermachen lassen. Weil wir so einen höheren Fischrang haben, kann sein, keine Ahnung. Muss ich mal ein bisschen erkundigen. So, und jetzt noch die Butterfliegen. Also Fliegen, Insekten fangen. Das war Butterbarren. Ja, die heißen so, Butterbarren. Da. Butterbarren. Erhöht deine Basisgenauigkeit um 10,9%. Ist auch ein goldenes Futter. Ist nicht schlecht. Was war das eigentlich nochmal? Geburtstagskarte. Ach so, ja genau. Eine Chance von 1 zu 75, dass ein Geburtstagshut-Rezept drin sein kann. Und 74 von 75% Chance, ein paar Dollars. Super. Hebe ich mir noch auf. Hebe ich mir auf. Brauche ich noch nicht wirklich. Warum auch, ne? Der hat noch Platz ohne Ende. Kann weiter Butterfliegen fangen. Ja, dann war es das eigentlich auch schon wieder, ne? Gehen wir zurück auf meinen Kriegerport. Der soll ja leveln ohne Ende, damit ich alles schon mal freischalte. Also alle Welten schon mal freischalten kann, ne? Ich bin ja schon, dauert nicht mal allzu lange. Dann habe ich Welt 2 durch. Kann ich einen Boss hier legen. Dauert noch ein bisschen, ne? Aber dauert nicht mal allzu lange. Vielleicht nur eine Woche oder zwei. Dann bin ich in Welt 3. Ich mal von aus. Ah. Für Essen wieder. Und dann mal sehen, was noch so kommt, ne? Aber das ist alles und noch viel mehr. Sehen wir in den nächsten Folgen von Legends of Eidolon. Bis dahin, schöne Dö.